Facebook zu vermitteln versucht, ist eigentlich ein Fluch, eigentlich ein Fluch. Es zerstört die kleinen Läden im Dorf, weil keiner mehr zum Lästern das Haus verlässt. Was für ein Fest, wenn Facebook sich dessen bewusst wird, was es anrichtet, was es vernichtet. So viele Leute, die ich ignorieren wollte, finden mich jetzt online. Die wollen dann mein Freund sein. Wie ich meine Geheimzahl und den PIN fand, steht auf meiner Pinnwand, steht auf meiner Pinnwand. Bin verheiratet mit dem Herrn so und so. Er ist schon 52 aus dem Nirgendwo. Da steht mein Outing, hab ich hinter mir und bin darum erleichtert. Mir fällt ein, in der Schule ist mein Passwort gespeichert. Facebook, ich verfluche dich. Dein Sicherheitssystem lässt mich wieder im Stich. Ja, ich muss dir sagen, du gefällst mir nicht. Ich hol mir ein dickes Buch und ich schlag dir ins Gesicht. Du musst eine Frau sein, du änderst dich ja täglich. Ohne dich geht's nicht, du bist trotzdem unerträglich. Man schreibt sich alles online von der Seele, wer braucht noch Papier? Druckereien werden schließen, Psychologen auf Hartz IV. Habe ich das erwähnt, so halten wir ganz ungezwungen Kontakt zu den Fans. Wir brauchen noch mehr Likes, bis du uns deine Stimme geben. So bleibt diese Band durch dich am Leben. www.facebook.com/faceofyourfaith. Es ist Zeit für Veränderungen.